Hallo liebe Community, ich stelle euch heute mein Projekt mit Elektor vor. Los geht's! Mein Projekt mit Elektor ist eine Verstärkerschaltung. Und zwar nicht irgendeine. Es ist der Preamp 2012 aus der Elektor-Ausgabe vom April 2012. Ein High-End-Vorverstärker mit Klangregelung. Hier seht ihr die Schaltung vom Netzteil. Ich habe zusätzlich noch 5 Volt hinzugefügt. Diese 5 Volt Spannung benötige ich für meine Ein- und Ausgangsplatine. Diese Ein- und Ausgangsplatine hat diesen Zweck, damit ich mehrere Eingänge umschalten kann. Zum Beispiel Eingangsquelle von einem CD-Player und einem Schallplattenspieler und einem Handy nicht einfach umstecken zu müssen, sondern durchschalten zu können. Dazu verwende ich ein GAL für die Logik, um unterschiedlich die Relais ansteuern zu können. Und die 5 Volt benötige ich, um die MOSFETs durchzuschalten. Dadurch schalten auch die Relais. So, jetzt kommen wir zu meinem Gerät. Sieht wie folgt aus. Ich habe es geöffnet. Wir haben hier die Verstärkerplatine. Wir haben das Netzteil. Wir haben einen Eingangsfilter und den dazugehörigen Trafo. Und wir haben die Ein- und Ausgangsplatine. Auf der Rückseite haben wir den Ausgang. Da befindet sich dort ein kleiner Schalter. Mit diesem kann man den Ausgang auf asymmetrisch oder symmetrisch schalten. Und dann haben wir 4 asymmetrische Eingänge und zusätzlich noch einen symmetrischen Eingang. Den Ein- und Ausschalter und auf der Front befindet sich der Powerschalter, Direct-Schalter, der Eingangswahlschalter, auch Input-Selector, Bass anheben, abschwächen, die Höhen, Treble, Balance für rechts und links und den Volume. Also den Hauptverstärkschaltung. Vielen Dank für dein Interesse. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte hinterlass mir einen Daumen hoch. Danke.